Nächste Frage hat der Reitschuh. Warum hebt Dänemark die Corona-Maßnahmen auf, während sie bei uns verschärft werden sollen? Was ist daran, dass künftig Schnelltests nur noch 4 Stunden gelten sollen und dass man nur noch mit ihnen einkaufen gehen kann? Wie steht die Bundesregierung dazu, dass der Sonderberichterstatter für Folter der UN sich jetzt mit ihr befasst? Fragen über Fragen, die ich in der heutigen Bundespressekonferenz hatte. Schauen Sie sich das an. Ich verspreche Ihnen, es wird spannend. Beginnen wir mit der Frage nach Dänemark und den Nachbarländern. Voilà. Herr Reitschuster. Frau Demmer, Dänemark hat angekündigt, dass es die Corona-Maßnahmen abschafft. Großbritannien und die Niederlande haben stark gelockert. In Deutschland ist immer die Rede von der Verschärfung. Mir schreiben viele Leser, die sagen, sie verstehen das nicht. Sind das unterschiedliche Viren? Wie ist denn dieser Unterschied in den Ländern? Wie kann man das erklären? Ich glaube, dass ich hier ganz klar sagen kann, dass wir die Zahlen im Blick haben und Sie ja auch völlig zu Recht in einer der vorangegangenen Pressekonferenzen gefragt haben, was tut die Bundesregierung, um die Bevölkerung zu schützen. Also der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist ein hohes Gut. Da hat sich die Bundesregierung mit großem Engagement in den vergangenen Monaten immer darum bemüht. Das ist die Prämisse, unter der diskutiert wird, wie können wir die Gesellschaft, die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger schützen. Das ist immer lageabhängig zu beurteilen. In der Tat haben wir ja sehr großes Glück gehabt, dass wir so schnell Impfstoffe zur Verfügung hatten, dass schon so viele Menschen sich gleich zweimal haben impfen lassen und damit einen vollen Impfschutz genießen, ist ja ein sehr positives Signal und ein sehr positives Zeichen und wird natürlich im Ergebnis berücksichtigt werden, was morgen in einer Pressekonferenz, nachdem man gemeinsam überlegt hat, was der beste Weg ist, wie man weiter damit umgehen kann, mit der Pandemie ganz bestimmt auch Ihnen erklärt werden. Sind Sie aber meiner Frage ausgewichen, Frau Demmer, weil die Frage war ja nochmal, warum machen das Dänemark, Niederlande und Großbritannien so grundlegend anders? Machen die was besser oder machen die was schlechter aus Ihrer Sicht? Wie kann man das den Lesern erklären, was die Bundesregierung für Beweggründe hat, das anders zu machen? Wie wir im weiteren, im Fortgang der Pandemie damit umgehen, wird ja erst morgen beschlossen. Insofern bin ich etwas erstaunt darüber, dass Sie schon wissen, wie wir damit umgehen. Ja, in meinen Augen ist die Frage damit nicht beantwortet. Vor allem den Seitenhieb am Schluss fand ich sehr irreführend, denn Deutschland redet seit Tagen nur noch über Verschärfungen. Es ist völlig klar, dass es in diese Richtung geht und dann zu sagen, na ja, aber Sie, Herr Reitschuster, man weiß doch gar nichts Genaues. Das ist offenbar der neue Stil der Bundesregierung. Die Angela Merkel hat das vorgemacht mit ihrem Angriff auf mich hier vor wenigen Wochen und jetzt wird weitergemacht. Naja, es war kein Angriff, aber man geht dann auf die persönliche Ebene, weil man offenbar in der Sache relativ wenig sagen kann. Das Gleiche war dann auch der Fall, als ich fragte nach den Änderungen bei Schnelltests. Voilà. Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Nauber. Der NDR berichtet, dass in Zukunft die Schnelltests nur noch 4 statt 8 Stunden Gültigkeit haben sollen. Es gibt andere Berichte, wonach man in Lebensmittelgeschäfte nur noch mit einem Schnelltest gehen kann. Was ist da dran? Gibt es solche Überlegungen in der Bundesregierung? Danke. Ja, auch da kann ich nur noch mal das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten werden sich morgen austauschen. Medienberichte kommentieren wir hier, wie Sie wissen, grundsätzlich nicht. Und den Beratungen morgen möchte ich, wie gesagt, da bitte ich einfach um Verständnis, heute nicht vorgreifen. Satz. Frau Nauber, meine Frage war doch aber sehr konkret. Die bezog sich nicht darauf, was morgen besprochen wird und auch nicht auf den Medienbericht. Die Frage war, gibt es in der Bundesregierung solche Überlegungen? Und da werden Sie doch beantworten können, ob es die gibt oder nicht. Danke. Und ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe. Also die Bundesregierung kann nicht sagen, worüber sie sich Gedanken macht und keine Gedanken macht. Da könnte ich jetzt eine sehr böse Bemerkung darüber machen, weil normalerweise weiß man ja, worüber man sich Gedanken macht und worüber nicht. Die Bundesregierung weiß es entweder nicht oder sie will es nicht sagen. Naja, bei der Bundesregierung gehe ich davon aus, dass beides möglich ist. Sie kann es auch nicht wissen, also das Maß an
Kompetenzproblemen, da sollte nicht unterschätzt werden, aber ich gehe doch einfach davon aus, dass man sagt, naja, was soll man das den Leuten sagen? Die nächste Frage, da ging es um Oskar Lafontaine und seine Vorwürfe. Wie sehen Sie sich das an? Ja, und zwar hat der frühere Finanzminister und SPD-Bundesvorsitzende Oskar Lafontaine massive Kritik an der Bundesregierung geübt. Er nannte Regierungsmitglieder, Entschuldigung mit Verlaub, aber es ist ein Zitat, Covidioten. Er sprach von Machtmissbrauch und Größenwahn und bezog das insbesondere auf die Verträge zu den Impfstoffen. Ich will es nicht im Einzelnen aufführen, sagte Riesenbereicherung bei den Konzernen. Die Verträge seien schlecht gemacht worden. Wie stehen Sie zu dieser Kritik vom früheren Bundesfinanzminister? Danke. Also wie üblich kommentieren wir ja einzelne Bemerkungen aus dem politischen Raum nicht, aber ich kann noch mal sachlich darauf hinweisen, dass die Verträge mit BioNTech/Pfizer von der EU-Kommission geschlossen worden sind. Deswegen kann ich da über Einzelheiten gar nicht Auskunft geben, würde aber eben, wie ich es auch vor wenigen Minuten getan habe, schon noch mal betonen, was für ein Glücksfall das war, dass wir in einer wirklich nie dagewesenen Geschwindigkeit Impfstoffe gegen diese Pandemie haben entwickeln können. Und die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe ist durch die EMA und das PAI sorgfältig überprüft worden und wird auch nach der Zulassung ständig weiterhin überwacht. Zusatz. Laut Herrn Lafontaine hat allein Pfizer-BioNTech 33,5 Milliarden Dollar Gewinn in diesem Jahr. Wie sieht das die Bundesregierung an? Ich kann jetzt hier keine Zahlen kommentieren über Verträge, die die Kommission geschlossen hat. Grundsätzlich ist es, wie gesagt, ein Glücksfall, dass wir Impfstoffe und gleich auch so viele Impfstoffe in einer solchen Geschwindigkeit zu unserer zur Verfügung haben, denn das schützt Millionen von Menschenleben. Ja, auch hier die Antwort in meinen Augen wieder nicht sehr ergiebig. Dann wollte ich noch etwas wissen zur Polizeigewalt. Schauen Sie sich das an. Beim ersten Mal wurde die Frage nicht zugelassen bzw. verschoben. Schauen Sie sich beide Male an in einem Aufwasch. Vielen Dank. Dann kommen wir zuerst zum Thema Belarus. Herr Reitschuster. Frau Demmer, Sie kritisieren die Zustände in Weißrussland völlig zu Recht. Wenn wir aber schon beim Thema Menschenrechte sind, wie steht denn die Bundesregierung dazu, dass der UNO-Sonderberichterstatter für Folter jetzt bei der deutschen Regierung intervenieren will wegen der Polizeiübergriffe in Berlin am 1. August? Danke. Herr Reitschuster, Ihnen ist schon klar, dass das keine Frage zu Belarus ist, ne? Zum Thema Menschenrechte? Nein, das ist eigentlich die Frage, ob es eine Frage zu Belarus gibt. Ich komme Ihre Frage gleich gerne wieder zurück, aber wir fangen mal mit dem Thema Belarus an. Okay, dann, gut, dann stellen wir die zurück. Ja? Oder? Genau, die Frage, die Sie vorher nicht zugelassen haben, nochmal. Doch, die habe ich zugelassen, aber Sie haben versucht, ein Thema umzudeuten und Ihre Frage stellen zu können. Das ist hier übliche Praxis, das ist mir schon klar, aber ganz blöd bin ich auch nicht. Deswegen kommt Ihr Thema jetzt dran. Bei anderen Kollegen geht das jetzt oft genug, aber dran. Wollen wir das nicht hier führen, diese Diskussion. Deshalb, aber das Entscheidende ist doch, dass Sie Ihre Frage stellen können, oder? Also insofern, wir haben nichts verhindert, sondern es nur auf einen etwas späteren Zeitpunkt vertagt. Jetzt sind Sie aber gut vorbereitet. Sie haben im Fußball einen Zeitvorteil, wie man das nennen würde. Aber gut, das klingt ja so, als hätten Sie das Ziel, mich in die Ecke zu treiben. Nein, ein sportlicher Austausch daran ist Ihnen doch auch gelegen. Das ist doch das, was es interessant macht. Also nochmal, die Frage der UNO-Sonderberichterstatter für Folter hat angekündigt, dass er die Berliner Ereignisse, den Polizeieinsatz nochmal genau untersucht. Es ist auch die Rede davon, dass er intervenieren will. Bei der Bundesregierung gab es da, ist Ihnen da schon was bekannt dazu und wie gehen Sie damit? Also es wird Sie nicht überraschen, denn wir haben uns ja hier über solche Vorfälle immer mal wieder unterhalten, dass die Bundesregierung, also wir nehmen die Aussagen des UN-Sonderberichterstatters, haben wir zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung kann aber zu den einzelnen beschriebenen Vorfällen von hier aus, wie üblich, keine Bewertung oder Stellungnahme abgeben. Wie Sie wissen, liegen die Polizeieinsätze bei Versammlungsgeschehen in der Zuständigkeit der Länder und nicht des Bundes, das polizeiliche Einsatzgeschehen und eben dann auch die Aufarbeitung des Einsatzes von dem Einsatz am 1. August, auf den Sie uns ansprechen, ist daher Aufgabe der örtlichen Behörden.
Das gilt auch für die gestellten Strafanzeigen, die örtlich zuständigen Ermittlungsbehörden bearbeiten. Hierzu kann sich die Bundesregierung nicht äußern. Zusatz. Lassen Sie mich es noch mal umdrehen. Normalerweise befasst sich der UNO-Sonderberichterstatter mit autoritären Staaten. Wie sieht die Bundesregierung diese Ankündigung? Macht sie sich da keine Sorgen um das Ansehen Deutschlands, wenn sie plötzlich der Sonderberichterstatter für Folter den Zuständen in Deutschland annehmen will? Danke. Ich würde sagen, die Bundesregierung hat einen Sonderberichterstatter, der seinen Aufgaben nachkommt. Und wir haben einen Rechtsstaat, auf den wir uns verlassen können, der das mit Sicherheit, aber eben nicht auf Bundesebene, sondern auf Landesebene sorgfältig aufarbeitet. Ergänzung des BMI. Herr Reitschuster, ich würde gerne noch ergänzen. Frau Demmer hat ja das meiste schon gesagt, aber es ist ja nun nicht so, dass sich der Sonderberichterstatter jetzt nur ad hoc aus diesem Anlass mit diesem Thema und Deutschland beschäftigt. Es gibt ja sowohl auf europäischer Ebene als auch auf internationaler Ebene eine feste Institution, einen festen Mechanismus mit wiederkehrenden Berichten. Das heißt also, die Beobachtung des Geschehens in unterschiedlichen Ländern, auch in Deutschland, ist ein fortlaufender Prozess. Und im Übrigen ist es doch Kennzeichen unseres Rechtsstaats, dass solche Institutionen existent sind und dass, wenn Sie den Eindruck haben, da ist etwas nicht so gelaufen, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie das auch überprüfen können. Im Übrigen alle polizeilichen Maßnahmen, alle Verwaltungsmaßnahmen einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich. Wenn jemand das Gefühl hat, er sei ungerechtfertigt behandelt worden, dann soll er seine Rechte da in Anspruch nehmen. Das, was Sie als Sonderfall hier darstellen, ist im Prinzip ein ganz positiver Aspekt eines funktionierenden Rechtsstaats. Also Sie finden das schön, dass der sich mit Deutschland befassen muss? Nein, ich finde es aber richtig, dass Sachverhalte, die in der Öffentlichkeit bekannt werden, bei denen man anhand von einzelnen Sequenzen, niemand hat ja von uns einen vollständigen Überblick über die jeweiligen Situationen, wenn da ein Eindruck entsteht, dem nachgegangen werden sollte, dann ist es richtig und ein gutes Kennzeichen unseres Rechtsstaats, wenn das auch geschieht. Also das ist wirklich eine Kunst. Ja? Da ist der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, befasst sich mit Deutschland. Und dann sagt man, ja, das ist ja eigentlich was Schönes und das zeigt ja, dass alles funktioniert. Wow, wow. Also darauf muss man erst mal kommen. Ich sage jetzt nicht, woran mich das erinnert, weil das wäre zu böse. Aber das ist schon beachtlich. Beachtlich war auch das Ausweichen bei der nächsten Frage nach dem Vertrauen. Sehen Sie sich das an. Eine Frage noch an Frau Demmer. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Wahlen das Allerheiligste einer Demokratie sind und dass das Vertrauen in Wahlen sehr wichtig ist. Nun gab es am Wochenende eine Umfrage von INSA, wonach 18% der Bundesbürger sagen, sie befürchten weitreichende Wahlfälschungen und nur noch 58% sagen, sie befürchten die nicht. Wie werten Sie diese Zahlen? Machen die Ihnen Sorgen? Was wollen Sie da tun dagegen? Danke. Also ich kenne diese Zahlen jetzt persönlich tatsächlich nicht, deswegen möchte ich die konkret nicht kommentieren, möchte aber doch darauf hinweisen, dass, wie Herr Alter und ich gerade schon ausgeführt haben, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem auch faire, freie und geheime Wahlen stattfinden und möchte das von hier aus auch gerne noch mal bestätigen, dass ich das versichern kann. Zusatz. Die Bestätigung ist sehr schön, die Frage war aber, wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen inzwischen so wenig Vertrauen haben? Danke. Genau, also ich kenne die Studie nicht, die Zahlen nicht, die Sie zitieren, deswegen kann ich die jetzt nicht kommentieren und muss darauf verweisen, dass, oder möchte die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, welche Errungenschaft wir nutzen dürfen in unserer Demokratie, nämlich frei, fair und geheim wählen zu dürfen. Alter? Ja, ich will bei der Gelegenheit nochmal an die Pressekonferenz erinnern, die vor gut 2 Wochen hier stattgefunden hat. Da war der Bundesinnenminister mit all seinen Behördenchefs, die Bezüge zum Thema Bundestagswahl haben, hier an dieser Stelle und hat über den aktuellen Stand der Erkenntnisse berichtet. Und die wesentliche Aussage von allen Beteiligten war, dass die Bundestagswahl in diesem Jahr sicher ist. Sie wird stattfinden können. Unsere Prozesse sind so gestaltet, dass sie nicht manipulierbar sind. Das liegt auch daran, dass unsere Wahl in Deutschland nicht elektronisch erfolgt, sondern im Wesentlichen analog, händisch erfolgt. Die Auszählung, man muss
Stimmzettel abgeben. Das ist also von außen wenig beeinflussbar. Und der Bundeswahlleiter hat deutlich gemacht, es gibt durchaus Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Die haben die Behörden im Blick, aber die Wahl ist sicher. Also das Vertrauen schwindet und man sagt einfach, nee, alles ist prima. Indirekt ist die Frage damit beantwortet, denn natürlich, wenn man so herangeht, dann schwindet das Vertrauen. Also warum das schwindet, haben Sie an diesen Antworten ablesen können. Ich hoffe, ich habe das klar genug gemacht, weil wenn man dann einfach so formal antwortet, nein, alles ist gut, das ist genau die Ursache für den Vertrauensverlust. Sehr schade, dass solche kritischen Themen dann nicht aufgegriffen werden von den Kollegen, was mich heute sehr berührt hat. Ich habe extra auf die Uhr geschaut, es war nach 12 Uhr, über eine halbe Stunde, als es immer noch um Afghanistan ging. Und es geht hier ständig um Afghanistan, es geht immer um Afghanistan, sehr lange, aber gefühlt die halbe Zeit Belarus, nur ganz kurz, und Afghanistan. Und da ging es wieder darum, kann man da Menschen abschieben? Liebe Kollegen, da wurden 38 Millionen Menschen in Afghanistan. Die haben es alle nicht einfach. Kinder, Frauen, Alte. Und hier ist das große Thema, ist es zumutbar, dass man da Straftäter hin abschiebt? Also ich verstehe es nicht. Wir haben hier im Land jetzt die Sache, dass man vielleicht in wenigen Wochen nicht mehr ohne Test einkaufen gehen kann, dass die Tests möglicherweise zahlungspflichtig sind. Das wären massive Probleme für die Alten, für die sozial Schwachen. Entschuldigung, ich war 16 Jahre in Russland und da sind die Alten meistens sozial schwach. Ist ja bei uns Gott sei Dank nicht so. Das ist teilweise auch umgekehrt. Und dann ist das Hauptthema Afghanistan. Ich fasse es nicht. Und ich musste da an Russland denken, weil da war es auch so, die Sowjetunion dafür bekannt war, dass sie immer nur ins Ausland schaute und alles, was im Inland war, ja, aber Ausland, Ausland, Ausland und in den USA, was haben die Amerikaner mit den Indianern gemacht? Und es gibt da ein Lied, das ist ganz witzig, das heißt Honduras und da geht es darum, dass eine Frau ihrem Mann immer wieder Vorwürfe macht, sie sagt, das ist schlecht und das ist schlecht und er antwortet dann immer wieder, ja, aber Honduras, in Honduras ist es so schlecht. Ganz kurz möchte ich da ein paar Szenen einblenden, weil das ist so, also was für die Sowjetunion Afghanistan war. Nein, ich mache jetzt keine Vergleiche, weil die Deutschen ja nicht zwischen Gleichsetzung und Vergleich unterscheiden. Aber jetzt schauen Sie kurz Honduras, das Lied an, ganz kurz versprochen. Одно сказал. В Гондурасе крах и загнивание, политический в стране развал. В огне в магазинах нет ничего. Гондурас, Гондурас, мы с тобой в тревожный час. Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас. Гондурас, Гондурас, где же твой рабочий класс? Гондурас, Гондурас, еще много-много раз. Ja, und hier, ich finde das wirklich erstaunlich und es zeigt so richtig das, was ich immer vorwerfe den Medien, dass sie sich Nischenthemen suchen und dass die dann bis zur Unendlichkeit groß gemacht werden. Und dass dabei vieles von dem Großen auf der Strecke bleibt. Warum ich heute so ausführlich fragen konnte, weil Thilo Jung und sein Mitstreiter Herr Hessen nicht da waren und dadurch auch keine Aufnahme, wenn nicht meine Aufnahme jetzt wäre, würde das heute niemand erfahren, 2 Monate vor der Wahl, was in der Bundespressekonferenz war, weil nirgends die gesamte Veranstaltung veröffentlicht wird. Ich
macht mich fassungslos, dass das an Reitschuster, an meiner Wenigkeit hängt, dass das kommt oder nicht. Und noch etwas, weil meine Handyaufnahmen ja nicht so gut sind, habe ich jetzt, weil es eine Poollösung ist, das heißt, ich kann auch mir Bilder einkaufen, dafür haben die den Pool, sonst könnte ich einen eigenen Kameramann mitbringen und ich zahle das jetzt, dass ich RTL diese Bilder abkaufe. Vielen Dank für alle, die das unterstützen. Machen Sie damit, ich glaube, das ist wichtig, dass das auch öffentlich ist. Das ist ein kleiner Demokratiebeitrag. Ich glaube, da tun Sie in meiner persönlichen Meinung mehr für die Demokratie als mit den GEZ-Gebühren, kann jeder anders sehen. Aber das ist schon erstaunlich, dass das abhängt. Und wie gesagt, ich kaufe das jetzt von RTL. Ich hoffe, dass das dann wieder über die Unterstützung sich sozusagen nicht zu einem großen Minus, zu einer großen Minussache wird. Das war's für heute. Alles Gute auf der Pressekonferenz. Vielen Dank. Ciao, schauen Sie wieder rein. Bevor ich es vergesse, Nena macht weiter. Die war wieder ganz revolutionärisch auf der Bühne. Und jetzt ist ein sehr bekannter Kollege von ihr, früherer Mitstreiter, der sie deswegen attackiert. Da ist die große Frage, will er die Corona-Maßnahmen-Befürworter jetzt auf seine Seite bringen? Schauen Sie sich das an, Nenas neues Statement und die Kritik von einem Kollegen auf meiner Seite, reitschuster.de. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und ein Backstage habe ich heute der anderen Art, und zwar bin ich hier in der Bundespressekonferenz, wie Sie sehen, und da ist jetzt gleich hier eine Veranstaltung der AfD. Versuche mal zu zoomen, das funktioniert aber nicht. Hier sehen Sie diese AfD-Veranstaltung, die ist nicht von der Bundespressekonferenz, aber sie ist im Haus der Bundespressekonferenz. Ich wusste das vorher nicht und ich fragte gerade, ob ich mich da noch kurzfristig akkreditieren kann. Und dann hieß es, nein, das geht nicht. Alles voll. Das ist Frau Weidel und Herr Schupalla. Das finde ich sehr spannend, denn ja, es mag alles voll sein, aber die Erfahrung zeigt immer, es kommt immer jemand nicht, der akkreditiert ist. Und dass mich hier die AfD aussperrt, ist natürlich schon ein oder nicht reinlässt, sagen wir es mal ganz klar, und nicht mal sagt, wir schauen, ob noch jemand von der Liste nicht kommt, dass die AfD hier so unkooperativ ist. Das finde ich spannend. Offenbar haben die auch Angst vor kritischen Fragen und ist natürlich ganz schlecht für diejenigen, die immer verleumden und Hetze machen und sagen, der ist AfD-nah, ich bin keiner Partei nah, ich bin von allen Parteien distanziert, das muss jeder machen. Und als die AfD hier war, habe ich genauso kritische, bissige Fragen gestellt wie bei den anderen, nur sind die kaum hier. Und dass mich jetzt die AfD da nicht dabei haben will, das stellt die Hetzer vor ein großes Problem, weil da ist ja dann das ganze Hetznarrativ etwas in Frage gestellt. Alles Gute, das war es jetzt wirklich versprochen. Bin frisch zurück, gestern noch in Montenegro, heute wieder hier. Und verzeihen Sie mir aber ausgerechnet in Montenegro, weil ich das Gefühl, dass ich Freiheit getankt habe. Bald geht es auch wieder runter. Alles Gute, danke, ciao. Die Kritiker sagen ja immer, man redet viel über Belarus, aber man macht nichts Konkretes. Da sind viele Menschen im Gefängnis, unschuldig Politiker. Was konkret haben Sie denn jetzt an Wirtschaftssanktionen noch in petto, da die bisherigen ja nicht wirken? Danke. Also wir stehen zu der Lage in dem Land nicht nur in ständigem und intensivem Austausch mit den Belarusinnen und Belarussen, sondern auch mit unseren Partnern in der Europäischen Union. Das betrifft natürlich auch die Frage, wie legitim Anliegen der Demokratiebewegung am besten unterstützt werden können. Wenn ich da noch ergänzen darf, das haben Sie auch am Wochenende vielleicht in dem Statement von der EU gehört, Belarus wird auf der Tagesordnung der EU bleiben. Und im Juni wurden die Sanktionen gegen Belarus ja nochmals erheblich verschärft. Und das weitere Vorgehen der Europäischen Union wird davon abhängen, wie die Verhalten der Behörden in Minsk und des Regimes sein wird. Sie haben da Herrn Borrell gehört. Da ist natürlich auch eine Möglichkeit, über weitere Sanktionen nachzudenken, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Das ist ja ein schrittweiser Ansatz, den die EU da fährt. Zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in Belarus, da gibt es einen Aktionsplan Zivilgesellschaft der Bundesregierung, der
über 20 Projektanträge zur Förderung von Demokratiebewegung einzelnen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen bereits positiv entschieden oder beschieden hat. Und dort finden wir uns in der Bearbeitung weiterer Anträge, um dort konkret zu unterstützen. Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Durchführung von Projekten zum unter Umständen schwierig sein kann und dass wir auch diejenigen Belarusinnen und Belarusen, die davon profitieren wollen, nicht dadurch in Gefahr bringen wollen. Insofern ist das auch etwas, was man auch nur zum Teil in aller Öffentlichkeit besprechen sollte. Aber zum Beispiel gehört zu dem Aktionsplan die Dokumentation schwerer Menschenrechtsverletzungen in Belarus durch eine internationale Unterstützungsplattform, die Unterstützung für Studierende, Promovierende und Forschende zur Fortsetzung und zum Aufbau neuer Stipendienprogramme, die Förderung unabhängiger Medien im Rahmen von Projekten, die Behandlung traumatisierter Folteropfer und die erleichterte Einreise für politisch Verfolgte, unter anderem durch die Ausstellung von besonderen Visa. Und all das ist auch dem Auswärtigen Amt der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen, um eben diese Demokratiebewegung in Belarus zu unterstützen.